Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAFMO-Video. Freunde, in der heutigen Rubrik geht es um die BAFMO-Gebrauchtwagen-Tipps. Im heutigen Video werden die Modelle F30, F31 und F34 der Dreierbaureihe behandelt. Also Freunde, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Beginnen wir mit den allgemeinen Fahrzeugdaten. Die Modellbezeichnung F30 wurde intern für die Dreier Limousine, F31 für den Dreier Touring und F34 für den Dreier Gran Turismo verwendet. Die Modelle F30 Limo und F31 Touring lösten im Jahre 2012 ihre Vorgänger, die E90 Limousine und den E91 Touring, ab. Der F34 Gran Turismo war ab Juni 2013 der erste seiner Reihe. Die wohl größten Veränderungen der Baureihe finden wir bei der Nomenklatur und der Motorenpalette. Ab der F-Baureihe gibt es nämlich keine Dreier-Coupés und Cargos mehr. Diese wurden eine Nummer hochgesetzt und werden folglich als Viererbaureihe angeboten. Zur Viererbaureihe werden wir demnächst ein eigenständiges Gebrauchtwagen-Tipp-Video erstellen. Während wir bei den Benzinmotoren der E90-Baureihe noch sehr viele Saugmotoren, also Motoren ohne Aufladung, angeboten bekommen haben, sucht man bei der F30-Baureihe vergeblich nach freisaugenden Benzinern. Die Motoren wurden nämlich etwas kleiner, haben dafür aber Unterstützung durch eine Turboaufladung erhalten. Beim E90 gab es damals zwei unterschiedliche Armaturenbretter, nämlich eins mit Bildschirm für das Navigationssystem und eins ohne Bildschirm, je nach gewählter Ausstattung. Dies gehört nun der Geschichte an. Auch Fahrzeuge ohne Navigationssystem haben nun eine kleine, abgespeckte Version des iDrive-Systems für die Multimedia-Steuerung und Fahrzeugeinstellungen. Die Automatikgetriebe haben nun 8 anstelle von 6 Stufen. Motoren und Preise. Die Motorenpalette bei der F30er Baureihe ist zwar hubraummäßig gegenüber dem Vorgänger deutlich geschrumpft, dennoch haben wir typisch BMW eine breite Auswahl an Modellen. Die Benziner reichen vom 316i mit 1,6 bzw. 318i mit 1,5 Liter und 136 PS bis hin zum 3 Liter im 340i mit 326 PS. Die Speerspitzenmodelle M3, M3 Competition und M3 LCS werden wir aufgrund ihrer Besonderheiten in einem eigenständigen Video behandeln. Bei den Dieseln fängt alles beim kleinen 316D mit 2 Liter Hubraum und 116 selbstzündenden PS an und endet beim 335D mit 3 Litern und 313 PS. Erstmals stehen der Dreierbaureihe nun auch Hybridmodelle zur Auswahl. Hier haben wir anfangs den Active Hybrid 3 zur Auswahl gehabt, welcher den 3 Liter N55 als Haupttriebwerk verbaut hatte und später durch den 33E E-Performance abgelöst wurde, welcher auf den 2 Liter B48 der neuen Motorengeneration setzte und eine bessere Abgasnorm erreichte. Probleme der Baureihe. Der Dreier der F-Baureihe ist grundsätzlich ein sehr zuverlässiger BMW. Nach der ADAC-Pannenstatistik war der BMW der F30er Baureihe in seiner gesamten Bauzeit bis zur Veröffentlichung des Nachfolgers G20 der BMW der Dreierreihe mit den wenigsten Pannen. Zudem hat BMW die Problematik der zu schwach ausgelegten Achsen endlich etwas ausbessern können, sodass die gesamte Achskonstruktion deutlich haltbarer ist als bei seinen Vorgängern. Dennoch, kein Auto ist perfekt und auch ein zuverlässiges Fahrzeug hat natürlich auch hier und da mal Probleme. Im Innenraum kann es zu Knarzgeräuschen durch Vibrationen in den Zierleisten kommen, welche aber leicht durch Schaumstoffpolsterung behoben werden können. Das AGR-Ventil verkorkt, wie es bereits seit langem bei BMW bekannt, gerne und schnell. Die Schiebedachdichtungen werden gerne undicht und in Kombination mit verstopften Abläufen kann dies besonders beim Touring zu feuchten Problemen werden. Worauf beim Kauf eines Modells der Baujahre 2011 bis 2016 unbedingt geachtet werden sollte, ist, ob das Fahrzeug von der Rückrufaktion des Steuergerätes für die Lenkung betroffen war und ob dies auch entsprechend ersetzt wurde. Denn dieses kann ausfallen und im schlimmsten Falle auch zu einem Fahrzeugbrand führen. Speziell beim GT kann es zu Klappergeräuschen von der großen Heckklappenverkleidung kommen. Auch hier ist meist mit Schaumstoffpolsterung Abhilfe geschaffen. Die Motoren der N-Baureihe können einige starke Probleme aufweisen. Diese wären zum Beispiel Probleme mit einer gelenkten Steuerkette, Kettenspannern, die die Kette nicht genug auf Spannung halten und überdurchschnittlich schnell verschlissenen Pleuellagern. Ausstattung. Beim Dreier der neuen F-Baureihe trumpft BMW ausstattungsmäßig richtig auf. Im F30, 31 und insbesondere F34 konnte man Ausstattung bestellen, die bei anderen Herstellern erst in der oberen Mittelklasse oder Oberklasse verfügbar waren. Tempomat mit Abstandsregelung, Auffahrwarnung, Spurverlassenswarner und Assistent, Parkassistent, Speedlimit-Info, um hier nur einige technische Beispiele zu nennen.
Empfehlung: Die F30er Baureihe hat für jeden das passende Modell, sei es ein Benziner, Diesel oder sogar ein Hybridmodell. Bei den Benzinern ist man als sparsamer Fahrer mit dem 320i ab 07 2015 und bei den entsprechenden Geldbeutel mit dem 330e bestens bedient. Gute Leistungsentfaltung und sparsame Motoren, im 330e sogar noch Elektro unterstützt, bieten hier volles BMW-Fahrerlebnis, ohne eine halbe Tankstelle mieten zu müssen. Für den sehr dynamischen Fahrer wäre der 340i die absolut beste Lösung, wenn man nicht direkt einen M3 fahren möchte. Bei den Dieseln ist die Aufteilung ähnlich. Sollte man auf Sparsamkeit Wert legen, bietet der 320d den Langstreckenfahrern den besten Spagat aus Spaß und Sparsamkeit, während der 335d für den dynamischen Autobahnheizer die beste Wahl sein dürfte. Alternative: Der BMW der 3er-Reihe ist natürlich auch als F-Modell nicht allein in seinem Segment. Gängige Alternativen für diese Baureihe sind Mercedes C-Klasse W204 Mopf bis 2014, beziehungsweise baujahrübergreifend W205 bis heute. Audi A4 B8 Facelift bis 2015 und ebenfalls baujahrübergreifend der A4 B9 bis heute. Lexus IS XE3 seit 2013 bis heute. Der 3er ist euch zu groß? Schaut euch unsere Gebrauchtwagen-Tipps zum 1er und 2er der F20er Baureihe an, wenn es denn eine Nummer kleiner sein soll. Link in der Videobeschreibung. Der F30 ist euch zu neu? Dann schaut euch unser Gebrauchtwagen-Tipp-Video zum Vorgänger der E90 Baureihe an. So Freunde, das war's mit dem Baumo-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure Baumo-Crew.